Borussia Dortmund hat die Chance verpasst, die vergangene Woche zu krönen. Gegen Hertha BSC gab es vor heimischer Kulisse ein 2:2. Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieleabteilung, glaubt derweil an einen Gegenangriff des FC Bayern. Erlebe den BVB in der Champions League im Livestream auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Außerdem sollen die schwarz-gelben Brahim Diaz das nächste Juwel auf dem Zettel zu haben. Der 19-Jährige steht bei Manchester City unter Vertrag. Hier erfahrt ihr alles, was am heutigen Montag beim BVB wichtig ist. BVB, Sebastian Kehl glaubt an Gegenangriff der Bayern. Der BVB hat die Schwächeperiode des FC Bayern vor wenigen Wochen genutzt, um sich an die Spitze der Bundesliga-Tabelle zu hieven. Am vergangenen Samstag machten die Münchner allerdings wieder 2 Punkte auf den Erzrivalen gut. Sebastian Kehl glaubt, dass der Rekordmeister weiterhin der Top-Favorit auf die deutsche Meisterschaft ist. Die Durststrecke, die der FC Bayern zwischendurch hatte, wird sich natürlich nicht bis zum Ende der Saison hinziehen. Sie werden zurückschlagen und sind auch weiter Favorit auf den Titel. Daran hat sich nichts geändert, sagte der Ex-Profi bei Sky. Krawalle bei Herthas 2:2 gegen den BVB. DFB leitet Ermittlungen ein. Die Gewaltexzesse rund um das Bundesligaspiel am Samstag zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC 2:2 haben ein sportjuristisches Nachspiel. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes DFB wird gegen beide Clubs ein Ermittlungsverfahren einleiten. Das entspreche dem üblichen Prozedere in solchen Fällen, teilte der DFB am Montag mit. Beide Clubs werden zu Stellungnahmen aufgefordert. Nach der Auswertung der Antworten sowie weiterer Materialien wie TV- und Videoaufnahmen oder Sicherheitsberichte wird der Kontrollausschuss zu einem späteren Zeitpunkt über den weiteren Fortgang der Verfahren entscheiden. BVB hat offenbar nächstes City-Juwel auf dem Wunschzettel. Borussia Dortmund ist angeblich an einer Verpflichtung von Manchester City-Talent Brahim Diaz interessiert. Dies berichtet das amerikanische Sportportal ESPN. Diaz hatte bereits 2016 sein Pflichtspieldebüt im Trikot der Sky Blues gegeben und absolvierte in der vergangenen Saison 5 Partien in der Premier League. In der laufenden Saison kommt der Spanier unter Landsmann Pep Guardiola angesichts der Konkurrenzsituation beim amtierenden englischen Meister jedoch kaum zum Zug. BVB-Boss Watzke über Alcacer: Irgendwann ziehen wir die Option. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat verlauten lassen, dass es eine klare Tendenz in der Personalie Paco Alcacer gibt und sich der Verein darauf vorbereitet, die mit dem FC Barcelona vereinbarte Kaufoption für den 25-Jährigen zu ziehen. Allzu viel spricht nicht dagegen, sagte Watzke bezüglich einer festen Verpflichtung des Stürmers am Samstag im aktuellen Sportstudio, machte jedoch auch deutlich: Warum sollen wir das jetzt machen ohne jeden Druck? Wir haben es in der Hand. Es wird sicherlich nicht bis Juni dauern, Hakimi, Sagadu, Götze, 3 Einzelbetrachtungen beim BVB. Trotz des bislang starken Saisonstarts von Borussia Dortmund haben die Westfalen mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Dieser Umstand spülte zuletzt 3 Spieler in die Startelf, die allesamt zu überzeugen wussten. Die Talente Achraf Hakimi, den Axel Sagadu und den zuvor bereits zum Problemfall abgestempelten Mario Götze. Hier geht's zum kompletten Bericht. Hertha-Fans mit Ausschreitungen beim Gastspiel in Dortmund. Während des Bundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC ist es zu Ausschreitungen gekommen. Randalierende Berliner Fans griffen während der ersten Halbzeit Polizisten an, diese versuchten die Gästeanhänger in ihren Block zurückzudrängen. BVB, Hakimis Triple gegen Atletico. Im Video beim Gala-Auftritt des BVB gegen Atletico konnten viele Akteure überzeugen. Realleihgabe Hakimi stach mit seinen 3 Torvorlagen besonders heraus. Punkt. Hier geht's zum Video, mehr zum BVB.